Moin Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Outplayed. Na, offensichtlich bin ich zu Hause, aber ich kann mir da doch schon das ein oder andere Replay anschauen, beziehungsweise die Einsendung, die ihr für mich habt. Und der Gewinner ist folgender Clip. Ja, der Dade. Ja, der ist schon ein brutaler Junge und hat hier mit Yasuo auf jeden Fall die beiden Dudes komplett zerfetzt. Die Frage ist, was ist genau passiert? Denn es war schon kein schlechtes Play, aber die Ausgangsvoraussetzungen waren gar nicht so schlecht für Dade. Wir haben jetzt natürlich nicht die Möglichkeit, auf die Items zu schauen. Was wir aber sehen können, ist, dass er erstmal Level 10 ist. Es ist nicht selten, dass der Midlaner auf jeden Fall ein höheres Level hat als die Außenlane, geschweige denn der Jungler natürlich. Aber hier war es besonders schlimm und ich kann auch nicht sagen, wie die anderen Stats waren. Bezogen auf die Gegenstände kann man ebenfalls nur Vermutungen anstellen. Was feststeht ist, dass Dade das Static hat, denn ab und zu knallt mal der Blitz durch die Gegend und er muss mindestens ein vampirisches Zepter haben. Denn an der einen Stelle hat er sich ja wirklich an den Vasallen ganz gut hochheilen können. Soviel erstmal zu den Grundvoraussetzungen. Kommen wir aber nun zu dem Play und schauen, wer hier was richtig und eventuell falsch gemacht hat, denn zu einem guten Play gehört immer eine schlechte Voraussetzung. Begonnen hat das ganze Play erstmal damit, dass ja Dade die Botlane ganken wollte und von Elise überrascht wird, denn sie hat kein schlechten Cocoon gelandet und war ebenfalls in der Lage, ihre monströsen Spinnen auszusenden. Was hier aber gleich auffällt, ist die Tatsache, dass sie nicht ihr Q in der Menschenform gemacht hat. Ich habe da versucht, ganz nah ran zu zoomen und es in Zeitloop zu machen, aber ich habe kein Q gesehen und das ist ja in der Menschenform besonders effizient, da es vom aktuellen Leben auskennt und er hatte volle HP. Das war schon mal ziemlich ärgerlich. Was mir gegen gut gefallen ist, die Tatsache, dass Easy Huhn sehr, sehr schnell die Falle drunter gesetzt hat, fast schon präventiv und man konnte eine perfekte CC-Chain an den Mann bringen. Also erst Cocoon und dann sofort die Falle. Anschließend haben auch beide versucht, so schnell wie es geht auf ihn einzuprügeln. Die Auto-Attacks haben gesessen, waren auch entsprechend schmerzhaft und auch der Peacemaker war jetzt nicht schwer zu treffen, seit Dade natürlich einfach nur auf dem Boden klebt. Der Kollege musste sich nun extrem viel gefallen lassen, hat aber versucht, während er nur festgehalten war, natürlich das eine oder andere Q und Auto-Tags rauszubekommen. Anschließend war auch in der Lage, eine echt gute Windwall zu platzieren. Das bedeutet, Caitlyn, also Easy Huhn, musste so drumherum laufen, um noch effektive Auto-Tags zu bringen, denn Caitlyn wird von der Windwall komplett gecountert. Parallel dazu prügelt sich Dade fast permanent mit der Spinne. Er wollte Elise irgendwie platt machen, die auch meiner Ansicht nach echt wenig Auto-Tags rübergebracht hat. Zumindest kam es mir so vor. Ich weiß, dass die Grundangriffsgeschwindigkeit von vielen Charakteren sehr, sehr niedrig ist, aber sie hat ja ihr Frenzy theoretisch zur Verfügung und es steigert die Angriffsgeschwindigkeit doch schon ganz gut, auch wenn es nur auf niedrigem Level ist. Ich bin mir nicht sicher, ob ein einfacher Rechtsklick bereits zu einer positiven Situation geführt hätte. Naja, solange die Windwall stand, hat natürlich Dade alles gegeben, also Q und auch sein E verwendet, um Elise so viel mögliche Schaden zuzufügen, bis sie dann ins Repel gegangen ist. Das Ganze ist offensichtlich relativ spät passiert und man könnte zu Elise erstmal sagen, ich glaube, einfach direkt nur die Auto-Tags machen wäre vielleicht sinnvoller gewesen, aber es ist noch Spekulation. Nachdem nun der Schutz der Windwall abgelaufen ist, hat sich auch Dade sofort mit dem E, mit der sausenden Klinge, in das Gefecht begeben und wollte sich um Easy Huhn kümmern, der gar nicht so schlecht reagierte und erstmal natürlich das Netz rausfeuerte, weil ging ja so im Nahkampf, das ist nicht schön. Nicht mit diesem Levelunterschied. Was dann aber Dade getan hat, war auch nicht schlecht, denn er konnte die Q-Aktivierung entladen und war auch in der Lage, Caitlyn mit dem Knockup zu versehen. Das Ganze macht natürlich auch entsprechenden Schaden, aber er hatte während dieser Zeit nicht die Möglichkeit anzugreifen. Parallel dazu kam auch Elise wieder zurück aus dem Repel und wollte sich ja erneut um Dade kümmern. Da sie aber gemerkt hat, alles klar, es kriegt doch zu viel Schaden, flecht sie nun da vorne und versucht noch ein paar Auto-Tags irgendwie an den Mann zu bringen. Auch ein Q war sogar kurz dabei, aber in der Menschenform geht es halt vom aktuellen Leben aus. Das heißt, es macht super wenig Schaden. Man kann das hier in dem Moment sehen. Den letzten Auto-Attack, wo sie quasi schon ausgeholt hat, hat sie auch nicht rausbekommen. Naja, und Yasuo war in der Lage, sie zack mit dem Q und der Static-Erweiterung natürlich zu töten und hat vor allen Dingen danach sofort sein E verwendet, um den nächsten Vasallen zu durchdringen. Denn damit konnte er dem Peacemaker von Caitlyn entkommen. Dieser hätte nämlich gar nicht so schlecht gesessen, aber ging hier offensichtlich daneben. Während nun Caitlyn aber außer Reichweite war, hat Dade echt gut reagiert, indem er noch versucht hat, ein paar Auto-Attacks auf die Vasallen rauszukriegen.
Denn der Vorteil dessen bestand darin, dass er sich natürlich mit dem voraussichtlichen vampirischen Zepter ganz gut hochgeheilt hat. Besonders bei Crits ist das ja sehr, sehr effizient. Es war jetzt auch insgesamt nicht überragend viel Leben, aber jedes bisschen zählt in dem Moment. Anschließend ist er dann auch in den Busch gegangen und konnte somit die Caitlin-Ulti abbrechen. Also man hat sie schon ganz kurz gehört, dass sie anlegen wollte. Aber ja, wenn man nicht sieht, kann man auch nicht drauf feuern. Zumindest nicht, nachdem er perfekt angelegt hat. Ja, geht nicht. Das heißt, Dada hat sich so lange wie es geht in dem Busch versteckt und danach wieder sein E verwendet, um sich besser zu positionieren, damit er das Q und dessen Aufladung, die er auch an den Vasallen bekommen hat, Richtung Caitlin abzufeuern. Das Gestörte war nur, dass er in die Trap gedasht hat. Ne? Und erstens, das Ganze überlebt, denn die Trap hat auch einen gewissen Schaden. Und Caitlin konnte währenddessen ihn nicht töten. Also sie hat ein Auto-Attack rausbekommen, danach war bereits das Q auf dem Weg, hat sie hochgeworfen und er hat sie anschließend mit der Ultimate platt gemacht. Naja, und das Ganze, also er hat ja wirklich wenig Leben gehabt, hat er überstanden, weil natürlich bei der Ultimate-Aktivierung sein Schild wieder komplett zur Verfügung steht und der hat im Moment einiges abgehalten. Nachdem nun Caitlin gefallen war, hat er sich dann um die restlichen Vasallen gekümmert, diese natürlich so schnell wie es geht zerstört, damit er sich auch da gut gegenheilen kann. Insgesamt natürlich ein extrem starkes Play von Dada, aber super viele kleine Fehler von den anderen Charakteren. Sicherlich waren sie underleveled, ne? Das massiv, aber ganz ehrlich, der Grundschaden, den sie zu Beginn ausgepackt haben, war astronomisch und ich glaube, es gab viele Punkte, an denen man sagen könnte, Caitlin, wieso ultest du nicht? Deine Auto-Attacks machen null Schaden. Ich denke, es waren viele Momente dabei, wo sich hätte einfach nur einer von den beiden für den anderen opfern können. Indem er zum Beispiel einfach nur Auto-Attacks oder was weiß ich was macht. Dada kann ich beide gleichzeitig töten. Der Vorteil war, dass er es nacheinander gemacht hat. Aber das gehört dazu. Zu jedem Outplay gehört halt ein gewisses Missplay dazu. Und das, ganz ehrlich, war einfach nur ärgerlich, aber trotzdem irgendwie schön zu betrachten. Zumindest aus Dadas Sicht. Gut, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wie gesagt, wieder so ein kleineres Video, da ich offensichtlich wieder zu Hause bin. Ich wünsche euch aber trotzdem einen sehr, sehr entspannten Tag. Haut rein und viel Spaß beim Ranked.